Behinderte im Alltag. Sie fallen auf und doch sieht man bei vielen ihr Handicap nicht auf den ersten Blick. Wir haben die Lernbehinderte Heidi Stadelmann und den zerebralgelähmten Thomas Ming begleitet und zeigen, wie sie im Alltag zurechtkommen. Der Thomas Ming bei den letzten Vorbereitungen für in die Schule zu gehen. Er ist der älteste von vier Kindern von der Familie Ming, die zu Lungern wohnt. Die Mami Andrea Ming legt dem Thomas die Jacke an und dann geht es mit dem extra eingebauten Lift einen Stock tiefer. Der Thomas ist zerebral gelähmt. Das heisst, er hat eine starke Körperbehinderung und sieht auch nicht so gut. Sein Fortbewegungsmittel ist darum der Rollstuhl. Sein linker Zeigefinger kann er genauso brauchen wie jeder andere Mensch auch und steuert so sein Gefährt. Trotzdem muss er auf dem Schulweg begleitet werden. Sein bester Freund Laurent hilft dem Thomas in der Schule. Der Thomas geht in die 6. Klasse zu Lungern, und zwar in die Regelklasse. Wie die anderen Kinder tut der Thomas rechnen und schreiben. Er braucht aber zusätzliche Hilfsmittel und eine spezielle Betreuung. Ein Computer mit extra grossen Zahlen und Buchstaben hilft dem 12-Jährigen im Lernstoff zu folgen. Mein Vorschlag wäre, dass wir am Freitag 2 Lektionen zur Prüfung machen. Der Thomas tut aber auch seine Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit trainieren in der Schule. Hier baut er gerade einen Turm aus Klötzli. Sein Rekord sind 12 Steine übereinander. Auf was muss ich denn gerade konzentrieren? Dass ich gerade arbeite und dass ich nicht zittere. Sonst geht es ja automatisch um. In der Doppelklasse sind insgesamt 20 Kinder. Der Thomas geht schon lange mit ihnen in die Schule. Für den Lehrer Sammy Geisdörfer ist ein behindertes Kind in der Regelklasse aber etwas Neues gewesen. Er hat sich auf die neue Situation eingelassen und den Thomas so akzeptiert, wie er ist. Er ist sehr aufgestellt, mit ihm kann man sehr viel machen, mit ihm kann man viel Spass machen. Und durch das kann ich eigentlich auch, ja, kann ich sehr gut mit ihm zusammenarbeiten. Und dann, wenn wir unterwegs sind oder wenn ich etwas plane, dann tue ich eigentlich nicht besonders auf ihn Rücksicht nehmen, sondern ich tue eigentlich schauen, was kann ich für Klasse machen. Ich überlege mir etwas und dann tue ich eigentlich mit der Klasse zusammenarbeiten. Und dann im zweiten Schritt immer nachher schauen, wie können wir den Thomas in das ganze Programm hineinnehmen. Und durch das, dass eigentlich sehr viel Hilfe rum ist von Leuten, die gerne helfen und super Umfeld, erlaubt es eigentlich extrem viel, wo man ihn mitnehmen kann. Aber ich finde es auch wichtig für ihn trotzdem, dass er auch halt die Realität sieht, wie es ist, dass er halt gleich nicht alles mitmachen kann, aber trotzdem auch eigentlich, dass man ihm mit Hilfe vieles kann ermöglichen. Und auch der Thomas fühlt sich in der Klasse sehr wohl. Wie ist es für dich jetzt, wenn du hier mit deinen Schulgespänli bist? Weißt du, wenn du denkst, dass du eben die Behinderung hast und deine Schulgespänli haben das nicht, ist das manchmal schwierig oder anstrengend? Nein. Das akzeptiere ich ziemlich wie einen normalen Mensch. Also wenn ich jetzt vom Schulhaus rauskomme, und gerade einer und hilft und macht, dann muss ich an der Schule Hungerheit danken. Und die Schmähnchen sind auch immer zu schnell, wenn ich aufs WC muss. Muss ich nur essen, dann kommt einer. Ja. Jetzt haben wir ja gesehen, wo wir gekommen sind. Hat ja dir ganz guten Freund auch geholfen, in die Schule zu kommen. Hast du mit diesen Freunden, machst du sonst auch noch in der Freizeit etwas neben der Schule? Also am meisten mache ich eben mit dem Kollegen, der mir geholfen hat, der Laura. Ist ein ganz lieber Kollege. Also, das heißt viel, jetzt machen wir ab.
Also mit dem mache ich eigentlich am meisten ab. Er ist einfach nett und immer fröhlich und so. Und dass er anders ist als deine schüchternen Gespenstli, das stört dich nicht? Nein. Also er ist, ich finde ihn also gleich gut und so.